Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von Infragda und ich bin in Battlefield 1942, genauer gesagt in der Total Conversion Pirates. Das ist, wie gesagt, wie der Name schon sagt, ist das eine Mod, die eben das goldene Zeitalter der Piraterie aufgreift und das, was die Waffen und Fahrzeuge an die entsprechend angepasst hat. Ich überlege gerade, nee, da gibt's nichts. Okay, das läuft also rein über Multiplayer. So, scroll. Down ist was. Zoomen wir mal eins mit Schiffchen. Wenn wir auch ein bisschen Schiffchenbootchen fahren kann. Da sind wir zumindest schon mal Schiffe auf dem Bild. Dann bis gleich im Gefecht. So. Na toll, das ist eine reine Seeschlacht. Ach scheiße. Also die meisten Maps sind eigentlich mit so Inseln, wo irgendwelche seltsamen, also diese typischen Festungen und Häuser so draufstehen. Da können wir gleich auch nochmal reingehen. So, das ist jetzt eine reine Seeschlacht. Toll. Mit so einer komischen Insel im Moment. Das ist ein Wurfmesser. Oh, das sind Bomben. So, man kann natürlich auch die Schiffe bedienen. Moment. Okay, bei dem geht es nicht. Ich suche gerade nur die Zugangsstelle. Das ist mir so der Punkt, wo man quasi Zugang zum Schiff bekommt. Vorführeffekt. Moment. Aber das sind das unbewaffnete Käse. Das sind jetzt hier doch die Öffnung von den Geschützen. Ach, da, tatsächlich, da sind gar keine Kanonen drin. Das ist eine blöde Map. Wir sehen uns gleich auf einer anderen Map. Jo, nehmen wir mal eine andere Karte. Oh, die Halbinsel des, der Schmerzen. Moa. Aber ich suche eigentlich etwas, wo ein bisschen wenigstens ein Schiff dabei ist. Ich will euch ja zeigen, wie man mit den Schiffen noch so ein bisschen rumballert. Ja, komm, nehmen wir mal. Wann mal Tortuga schmeißen wir da raus. König der Karibik. Nehmen wir mal das. So. Was jetzt wenigstens ein Schiff, das man steuern kann. Ah ja, eine Insel. So, dann fahren wir mal wohin. Mal schön Breitseiten schießen. Man, wo geht's denn hier lang? Da geht's lang. Das ist natürlich, also ich habe das letzte Mal das vor ewigen Zeiten gezockt im Multiplayer auf einer LAN-Party. Da haben wir uns richtig schön Seeschlachten geliefert, uns gegenseitig geändert. Da waren wir auch mit 50, 55 Mann auf der LAN. Da gab es mal eine anständige Seeschlachten, ja, mit richtig Enderkampf und viel Gelächter, wenn einer zwischen die Schiffe ins Wasser gefallen ist. Und dann jede Menge Bomben dem hinterher geworfen wurden. Ja, es hat niemand gesagt, dass das nette Leute sind auf LAN-Partys. Ich ändere mal die Position an Bord vom Schiff. Also geht jetzt hier gar nicht. Also auf manchen Schiffen kann man die Position nämlich durchwechseln. Die haben dann mehrere Geschütze, die unabhängig voneinander abgefeuert werden können. Man kann an den Seilen natürlich auch hochklettern, hoch ins Krähennest etc. So. Dann lassen wir das Ding jetzt mal auflaufen.
So, erstmal für die Begrüßung sorgen am Festland. Da kommt die Jungs auf der Insel. Wir sind da. Wollte ich das eigentlich gerade gar nicht. Ja, ein Ruderboot wäre natürlich praktisch gewesen. Na, Leguan, Mann. Das ist ein Fernglas, wie man sich fast denken kann. We've taken the treasure! Jawohl, wir haben den Schatz geraubt. Ei! So, warte mal, wir bringen uns jetzt mal kurz jetzt um. Warte mal. Ah, da oben ist ein Schutz. Ich wollte eigentlich noch einen anderen Charakter nehmen, also es gibt ja verschiedene Charakter, also verschiedene Klassen natürlich auch hier, die natürlich entsprechend Waffen. Die natürlich verschiedene Waffen bieten. Also das ist auf jeden Fall die Pirates Mod. Macht einen Haufen Spaß. Leider gibt es hier keinen Singleplayer. Das ist halt echt schade. Gibt eben nur Multiplayer-Unterstützung. Das heißt, wenn ihr nicht irgendwie das Glück habt, das irgendwie über Internet mit irgendjemand zocken zu können, jemand stellt einen Server bereit oder ihr seid auf einer LAN-Party, ihr zockt das auf einer LAN. Ja, also hier sind diese 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen Charaktere. Ja, dann ist das halt ein bisschen blöd. Ja, weil allein rockt das halt jetzt echt nicht. Also der Säufer hat nur einen Bierkrug, mit dem er ihn abhauen kann. Oh. Oh. Das war ein langer Flug nach unten. Aber er hat's überlebt. Das Glück ist mit den Besoffenen und den Kindern. Ja, oder den Bekloppten. Keine Ahnung, wie es mal heißt. So, ich singe jetzt noch ein paar schöne Shanties. Ja. Wir trinken noch ein Bier. Euch wünsche ich noch viel Spaß. Wir sehen uns im anderen Spiel, in einem anderen Video. Bis dann, macht's gut. Tschüss.